Hey Leute, zu weiterer Folge auf dem Kanal, Leute. Und ja, heute sind wir das Video für euch. Und zwar geht's heute mal die neuesten News rund um Woche 3 in Fortnite, Leute. Es wurden ja ein paar Sachen in den letzten Tagen verändert. Und um diese Sachen möchte ich heute mit euch sprechen. Und ja, falls es dir gefällt, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like, eine Postwertung und ein Abo, Leute. Und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren und das Video mit euren Freunden oder Verwandten zu teilen, Leute. Und sonst würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Gesagt, reden wir heute um die neuesten News bzw. Nerfs, die gestern bzw. vorgestern passiert sind. Und ja, zum Beispiel sagen, kommen wir gleich mal zur ersten News. Und zwar handelt es sich hier um die neue Sniper, die wahrscheinlich eh schon die meisten kennen bzw. in den meisten Videos gesehen haben. Und zwar geht es hier um die schwere Sniper, so nennt sie sich. Und zwar wird diese nach ein paar Leaks bald in Battle Royale erscheinen. Und zwar kann diese als Fähigkeit durch eine einzige Wand schießen. Sie kann nicht durch mehrere Wand schießen oder kann nicht durch eine Wand und durch eine Treppe schießen, sondern sie wird nur durch eine Wand schießen können. Was natürlich relativ geil ist, weil wenn sich jemand verkämmt und sich ein Lagerfeuer reinzieht und jetzt vergisst, eine Treppe zu bauen, könntest du eben mit dieser Sniper, falls du ihn siehst, eben diese Person snipen, Leute. Was relativ interessant wird. Und ja, die Sniper wird eine Nachladezeit von ein bisschen mehr als 4 Sekunden haben, genau 4,05 Sekunden. Und sie wird wie die ganz normale Bolt Sniper nur einen Schuss abgeben können, bis sie wieder nachladen. Und ja, das wird auf jeden Fall die neue Sniper werden. Ihr könnt mal gerne eure Meinung zu dieser neuen Sniper in die Kommentare schreiben. Wir wissen natürlich nicht, wann die Sniper jetzt erscheinen wird, ob es nächste Woche sein wird, ob es in 2 Wochen sein wird. Aber man geht wahrscheinlich davon aus, dass es nächste Woche sein wird. Es wird natürlich eh wieder im Newsfeed von Fortnite, also im Neuigkeiten-Center von Fortnite, in-game angezeigt werden, falls sie dann ihr rauskommt am Dienstag. Und ja, soll ich mal sagen, kommen wir gleich mal zur zweiten News. Und zwar handelt es sich hier um einen Nerf bei 2 Waffen, Leute. Und zwar wurde die SMG und die P90, also die Compact SMG, genervt. Und ja, ich würde mal sagen, wir beginnen gleich mit dem ersten Nerf. Und zwar wurde der Genauigkeitsbonus bei der SMG und bei der P90 von 35% auf 15% verringert, was nun relativ krass ist, weil eben jetzt die Genauigkeit nicht mehr so krass stark ist. Was natürlich auf Range relativ geil ist. Und sonst wurde nochmal der Schaden von SMG und der P90 von 19, 20 und 21 bei SMG auf 17, 18 und 19 reduziert, was relativ wenig ist. Also im Endeffekt wurde die ganze Waffe nur, ganzen Rarity-Waffen, also grau, grün und blau, immer nur um 2 Schaden gesenkt, was ist nicht, natürlich, wie schon gesagt, nicht wirklich krass ist, aber es ist ein Nerf. Und bei der P90 wurde der Schaden von 23 bzw. 24 auf 21 und 22 gesetzt, also wieder 2 Damage weniger. Dann wurde nochmal die Feuerrate von SMG und von der P90 ein bisschen gesenkt, und zwar hier um einen Schuss, und zwar bei der SMG wurde die Feuerrate von 13 auf 12 gesetzt und bei der P90 von 11 auf 10. Und dann gab es nochmal eine kleine Range-Verringerung bei der SMG. Und zwar hatten die Waffen eine Range von 2400, 3500 und 5000. Und die Range wurde dann auf 2000, 3000 und 4000 verringert. Das bedeutet, Leute, dass eben ihr mit der SMG nicht mehr auf die Weite schießen könnt. Dazu wurde ja eben noch die Genauigkeit ein bisschen verändert. Das heißt, auf der Range wird die Waffe jetzt nicht mehr so gut zu benutzen sein. Und ja. Als letztes wurde noch bei diesem Nerf die Drop-Häufigkeit, also die Drop-Chance von der blauen SMG und nur von der blauen SMG und von der P90 leicht reduziert. Das heißt eben, dass sie die blaue SMG und die P90 generell alle bei der P90s nicht mehr so oft findet, Leute. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, kommen wir nochmal zur letzten News. Und zwar handelt es sich hier um den Slurp. Einige wissen ja schon, dass der Slurp jetzt seit der Woche 3, also seit dem neuen Patch am Dienstag, jetzt ein bisschen mehr Leben gibt. Der Slurp war ja für kurze Zeit kurz draußen, weil es keinen Bug gab, aber jetzt ist er wieder drin. Und zwar heilt das Slurp jetzt 75 HP und nicht mehr 50 aufgeteilt, sondern also 25-25, 25 Blue Life und 25 Green Life, sondern er hält jetzt 75 HP insgesamt. Das heißt, er beginnt zuerst beim Green Life, heilt Green Life bis 100 voll und beginnt dann bei Blue Life zu zählen oder Blue Life das restliche nochmal hier an Heal abzubauen. Und ja, die Heal-Rate, also die Heal-Schnelligkeit, liegt bei 2 HP pro Sekunde. Damals war es, glaube ich, ein bisschen niedriger als jetzt. Und ja, ist aber relativ interessant. In meinen Augen ist der Slurp wirklich relativ OP geworden, weil wenn du 2 Slurp mitnimmst, kannst du dich wirklich sehr, sehr hoch healen. Sogar besser, als wenn du 2 Bigness mit hast. Und ja, trotz alledem war es das mit diesen neuesten News rund um Woche 3, die sich eben in den letzten Tagen nochmal verändert haben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postwertung und ein Abo, Leute. Und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren.
und ja, das Video mit euren Freunden zu teilen, Leute. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu den ganzen Nerfs, generell von der SMG und von der P90 in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und ja, sonst würde ich mal sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, cheerio, bye.